lustigsten Polizeimeldungen aus Nordrhein-Westfalen. Wir haben ja heute schon angefangen mit den kuriosesten Polizeieinsätzen in NRW. Kommen wir jetzt zu den lustigsten Polizeimeldungen aus NRW. Da geht es zum Beispiel um Taube explodiert auf Oberleitung. Es ist ja erstmal nur für die Taube ein Problem. Denn tatsächlich, für das Tier war dieser Vorfall sicher nicht lustig und auch nicht für die Fahrgäste aus insgesamt zwei und... Sie muss niesen, sie traut sich nicht. Ja, doch, die Zeit haben wir. Nein, Entschuldigung. Nee, mach dir. Jetzt war ich nur gerade eben im Bild. Ich dachte, ne? Lass mich raus. Kitzelt's denn noch in der Nase? Ja. Kitzelt doch. Auf der Tasche bleiben. Wir warten ab. Du musst ins Licht gucken. Wir warten ab. Ja, jetzt kommt's nicht mehr. Tut mir leid, es ist vorbei. Oh. Ich hätte euch gerne gezeigt, wie toll ich niesen kann. Und das hört sich an wie ein Hamster. Kann sie wirklich toll. Ja, ja, das stimmt. Wirklich. Oder wie ein Meerschweinchen, hat man mir auch mal gesagt. Also Taube, Oberleitung explodiert. Also nicht die Oberleitung, die Taube. Und das, was hier so lustig ist, hatte tragische Folgen für 92 Züge der Deutschen Bahn, die alle in Gleis... Nein. Die Darf ich dich mal ganz kurz fragen, wie ist sie denn? Also ich meine, die Taube kann ja auf dem Stromkabel sitzen, ohne dass was passiert ja eigentlich. Nichts. Ja, wie kann denn die dann explodieren? Die muss so schwer gewesen sein. Warte mal, wie macht der dicke Vogel auf dem Baum? Piep. Oh mein Gott. Wie macht der dünne Vogel auf dem Baum? Piep. Das sind doofer Witz von früher. Sorry, Entschuldigung. Also war er denn jetzt so dick oder warum? Ja, genau, das ist der Punkt. Die Taube war so dermaßen dick, dass sie geerdet war und so kam es zur Explosion. Ich habe nicht damit gerechnet, dass hier diese Fakten hinterfragt werden. Entschuldige. Also, nein, das macht ja nichts. Das ist ja journalistisch. Aber es war sehr interessant. Absolut, ja. Weil die Geschichte ist noch gar nicht am Ende. Bisher haben wir nur gehört, dass die Taube explodiert ist. Weiter kam ich nicht. 92 Züge der Deutschen Bahn waren leidtragend, denn die sind am 8. Mai rund um Mönchengladbach wegen eines Stromausfalls infolge der explodierten Taube eben auf den Gleisen gestrandet. Die Unglückstaube hatte mit, das hört sich so verniedlichend an, ach, die kleine Unglückstaube, die aber in tausend Teile geflogen ist. Die Unglückstaube hatte, jetzt kommt die Erklärung, die wollte ich euch vorenthalten. Übergewicht. Hatte mit einem Bein auf der Oberleitung gestanden, diese kleinen Vierbeiner, mit dem anderen auf der Stromleitung. Der Strom wurde durch das Tier geleitet und es kam so zu einem Kurzschluss, der den Zugverkehr für Stunden lahmlegte. Was für eine schöne, auch besinnlich. Auch schön, dass wir alle darüber lachen. Ne? Aber ich stelle mir das direkt vor. Ich stelle mir da so einen Pixar-Film vor mit so einer dicken Taube und dann macht's puff. Krabems. Ja, ist doch lustig. Ist wirklich eine heitere Geschichte zu Weihnachten, muss man sagen. Ja, wir haben eine Taubenplage auch hier in Düsseldorf. Kann man essen, ne? Also lecker sein. Es wurde überlegt, sie abzuknallen in Düsseldorf. Also insofern, man muss sie einfach nur mit einem Bein auf die Ober- und mit dem anderen auf die Stromleitung und dann erledigt sich das Problem selbst. So, kommen wir zu einem Dachdecker. Ein Dachdecker hockte mit einem Bein auf der Oberleitung und mit dem anderen auf der Stromleitung. Was passiert? 92 Züge der Deutschen Bahn. Nein. Das war aber ein Münster. Das ist jetzt aber so. Jetzt machen wir weiter.